Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS17 auf der Gamsting im Duell gegen McManus, der hier in meinen Fahrzeugen rumswitcht. Was soll denn das? Ja, sorry, aber die sind halt alle nicht zugewiesen. Ja, die Girls sind eigentlich alle für den LU, ist bestimmt. No. Wir müssen reden. Ein Regelverstoß vom Feinsten hast du begangen, mein Freund, und das geht so nicht weiter. Du kannst dich nicht einfach in meinen Fahrzeugen setzen und die durch die Gegend fahren. Habe ich nicht gemacht. Ich möchte jetzt bitte, dass du mir 11.583 Euro überweist. Welches Fahrzeug soll denn das gewesen sein? Mein Klaas. Ist was? Nur mein Klaas. Ist jetzt nur einer, da waren aber noch ein paar mehr, mein Freund. Ne? Das geht so nicht. Und wenn du jetzt hier rumdiskutierst... Und was war ein paar mehr? Fahrzeuge, in denen du gesessen hast. Ja, dann weiß sie zu, dann kann ich mich da nicht reinsetzen. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid, mein Freund. Weiß ja, ich wie Bescheid. Weißt du Bescheid? Weiß ich Bescheid. Ja, wie lange spielen wir schon? Jetzt weißt du das? Ja, ja. Guck mal, ich sitze schon wieder in deinem Platz. Ich sehe es gerade, raus da. Guck mal, jetzt sitze ich hier in dem. Warte mal, jetzt gehe ich in dein. Oh, ich sitze hier in Fendt. Ja, kannst du doch. Habe ich nicht. Ja. Ja, und hier sitze ich jetzt in einem B-Truck. So. Und noch in einem Fendt. Oh. Ja, Quatsch, kein Zahnlocker, ich muss meine Kühe ausmisten. Ja, mach das mal und ich gehe mal runter zum LU. Also ist das für dich. Ja. Tschüss. Tschüss, du Bobo. So, guten Abend, meine lieben Freunde. Guten Abend. Ich brauche hier LU-Mitarbeiter. Ich weiß, dass sie erst um 6 Uhr morgens, glaube ich, anfangen zu arbeiten, ne? Ich, das. Ja. Ich hatte ja schon einen LU-Mitarbeiter eingestellt, der sich mit meinem Klaas meine Felder ansehen sollte. Und das war ja das Feld 46 und... 59, das war ja Sojabohnen. Das darf bitte nicht vergessen werden. Könnten Sie das eventuell nochmal eben wiederholen? Warte. Was? Die Felder. Die 6 und... Nee, gar nicht wahr. Die 59 und die 46. 46, 59, so ja, alles klar. Ja, die habe ich, da steht schon, mein Traktor steht schon auf 59. Und ja. Das. Er erkennt das Ding anscheinend nicht. Des Weiteren komme ich gerade, weil wir haben zwar erst 3.35 Uhr, aber ich würde ganz gerne meine erste Rate bezahlen vom Kredit in der Härte, genau. Das waren ja, ja 10.000 am Tag, hatten wir da ausgemacht, ne? Ja. Ja. Die würde ich jetzt gleich sofort überweisen, damit das für diesen Tag schon mal weg ist. Den 10.000 und 20 Euro. Was? Was? So viel? Hey. Achso, jetzt wollte ich gerade eine Rechnung schreiben. Air Freezy? Ja. Aber fällt 59, da ist Chopped Swore drauf, das muss erst gekobert werden. Ich habe nur Direktsaat. Trotzdem muss geht das dann nicht weg. Dann, dann das vorher einmal grubbern. Haben Sie einen Grubber? Nee, ich habe zwar einen Grubber, aber der ist zu klein. Da würde ich ganz gerne, dass Sie Ihren Grubber mitbringen. 10.200 oder was? 10.500. 500? Ja. Wieso? Wer ist jetzt hier aus Gamsting 2-2? Warum denn eigentlich 10.500? Ja, dann lass den Hänger mal stehen, ich fahre jetzt vorgewinnt schnell. Hallo Robby! Nochmal bitte. Weil der Betrag 5% Zinsen enthält. Wir haben das glaube ich so gemacht, dass er am Ende bei der letzten Rate 15.000... Wir haben immer die Raten aufgerechnet. Ja gut, dann machen wir das so. Raten aufgerechnet, Empfänger als Gamsting Lohnunternehmen, Verwendungszweck Kredit 10.500. Überweisung ist abgeschickt. Gut, dann Also fällt 59, Robert. Ja. Dann komme ich da gleich noch einmal drauf und dünge dann direkt und damit den Sehen ist dann die dritte Düngerstufe, dann ist das auch fertig. Ja gut, das war's auch schon. Ich will nicht so lange hier bleiben, sonst haben wir gleich wieder eine Mimimi. Bis später. Später. Was Samenernte überhaupt lohnt? Weiß ich auch nicht, ob sich das lohnt. Ja.
Was hast du da oben schon wieder dir den Mund fusselig gesabbelt? Alter? Ja, die kommen ja auf einmal mit Kredit und dann, ich wollte die erste Rate meines Kredits zurückbezahlen, das habe ich gerade getan. Und dann kamen die mir hier mit 10.500 und ich sagte, hä, wieso sind 10.500? Ja, wegen Zinsen und so. Ich sagte, zu mir wurde gesagt, dass ich 115.000 zurückzahlen muss und die 15.000 sind die Dinge. Und auf einmal wurde das umgeschmissen, dass ich jetzt bei jeder Rate Zinsen zahlen muss. Und dann habe ich gesagt, wie, das wurde vorher nicht abgemacht, ne, und bla bla bla. Ja, wie willst du denn sonst zahlen? Ja, ich dachte mit dem Endbetrag. Also ich sagte 15.000, so wurde mir das zumindest gesagt. Aber dann hat der LU-Chef gesagt, nein. Wieso, was war denn die vereinbarte Rate? 10.000. Ja. Und am Ende, also ich sollte 115.000, sollte ich nachher zurücküberweisen, das wären dann die 15.000, wären die Zinsen gewesen. Jetzt soll ich aber zu jeder Rate 500 extra zahlen, aber ist ja gesprungen wie gehopft, ne? Und dann habe ich nur gesagt, das war anders vereinbart. Und dann sagt der EU-Chef, nee, das haben wir schon immer so gemacht. Dann war ihr Konkurrent, hat das auch so gemacht. Dann habe ich gesagt, ja gut. Ja, genau, sieht nämlich aus, ja. Kollege. Ja, und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, weil ich fragen wollte, warum, weswegen. Ich sage ja nicht einfach, ja, das klar mache ich und dann, ja. Doch, du hast zu gehorchen. Ja, kannst du mal das Spulen auf 30 machen? Nee, kann ich nicht. Ich hab nichts. Ey, weißt du, was ich gehört habe, Alter? Nee. Willst du es echt wissen? Nee. Okay. Ja, sag's oder lass es. Der Fußballspieler, der streamt jetzt auch. Özil, bla bla bla. Ernsthaft? Ja. Und der hatte nicht einen Stream gestartet und war schon Twitch-Partner. Ja, gut, was aber das? Ja, genau. Aber ein. Asi. Ja. Aber ein Shitstorm kam da ein bisschen drauf zu und ich glaube, dass Twitch das nicht mehr machen wird. Weil das dumm ist. Ja, sicher so dumm ist. Ja, sicher. Andere reißen sich den Arsch auf, ne? Sind aber auch hohl, ey, ohne Mist. Ja, und doch, ich überlege gerade, was ich jetzt mache. Der brauche hatte heute seinen ersten Stream und warte mal, was er gestreamt hat. Ja. Bitte? Diva. Nee, Fortnite. Was ist dumm? Hab ich auch gedacht. Ich hab mal kurz reingeschaut. Sehe ich den da rumspringen oder am rumbauen. Ich denke mir, Alter, nee. Unglaublich. Mit 35.000 Zuschauern, ne? Kennt der nix. Hat er es gekonnt oder hat er voll abgeschissen? Ich hab nicht lange zugeguckt, aber so wie er gebaut hat, kriege ich auch hin. Ich weiß nicht, ob er da. Hat es überhaupt nicht gekonnt. Ja, also ich gehe mal von aus, also, ob der da einen Sieg geholt hat oder so, lange habe ich nicht zugeschaut, weil... Ja, ich weiß nur allerdings hier, Bushido hat es ja mal probiert. Ja, bei Bushido, da war ich jetzt auch schon ein paar Mal im Stream, ja. Aber den interessiert nicht, ob du einen Haken hast, der ignoriert dich trotzdem. Wow. Da habe ich auch gedacht, wow, Bushido, ernsthaft, ey. Ja, als ob der sich, warum soll der sich für dich interessieren? Er hätte wahrscheinlich. Der weiß nicht mal, was der blaue Haken bedeutet. Das gehe ich mal von, ganz stark von aus. Ich denke schon, oder? Also ohne jetzt, dass das irgendwas heißen soll. Nochmal was? Ich sage, ohne dass das irgendwas heißen soll. Ja, ich weiß. Naja. So. Naja, dann machen wir mal hier ein paar Ballen, nützt ja nichts. Klopf. Klopf. So. Verstehe einfach nicht, wie man denen dieses Board zeigen kann, Alter. Mir unbegreiflich. User was moved out of your channel. Dieser kleine Bobo. Dieser kleine Bobo. Der hat eine Vereinbarung mit dem LU getroffen, wann die den ziehen sollen.
Und wenn der Klopf schreibt, dann ziehen die den, damit der nicht mehr raustappen muss. Diese faule Bratze. Ey, unfassbar. Unfassbar. So ein Pascha. Das ist so ein Pascha. Das kriegt er gleich zu hören. Unfassbar. Unfucking fassbar. Unfassbar. User was moved to your channel. Unfassbar. Was? Unfassbar. Was? Du bist so ein Pascha, ey, dass das LU dir nicht noch die Fahrzeuge wäscht, das ist ja wohl alles, ne? Warum? Da schreibt der Klopf und dann wird er gezogen, Alter. Ey, unfassbar. Und wird auch noch zurückgezogen. Arbeiten die bei dir noch? Zwei Leute müssten bei mir arbeiten, ja. Arbeiten die jetzt noch? Nee, jetzt arbeitet gerade keiner. Die stehen hier bei mir am Feld rum und keine Ahnung, was sie da machen. Ja, die werden auch so schnell nicht weiterarbeiten. Wieso? Ja, weil ich die weil ich gesagt habe, das ist Feierabend. Ja. Ja, ist so, Alter. Es ist in der Nacht, da wird nicht gearbeitet. Die haben nicht gearbeitet bei mir. Die standen die ganze Zeit bei mir am Hof oder haben... Hast du Helfer beschäftigt? Nein, habe ich nicht. Vom LU? Nein, habe ich nicht. Ja, also, ich hab denen schon Aufträge gegeben, nein, aber... Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Ja, habe ich. Nein. Na, was denn du? Ich habe Auftrag erstellt für um 6 Uhr morgens, ja. Aber ach so. Bei mir hat keiner gearbeitet. Lass mich auch raten, Kollege. Kannst zu mir kommen, kannst bei mir ein bisschen arbeiten. Das kannst du knicken, Junge. Tschüss. You were moved. Dann mach du. Was ist das? Was ist das für ein Spinner, Alter? Egal, um was geht es? So. Sollen Grubbern und Saatmaschine zugleich laufen oder nacheinander? Wenn es möglich wäre, dann natürlich zugleich, ja. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Danke, tschüss. Jo. Ziehen Sie mich wieder zurück? So, da müssen wir mal schauen. Wir haben einen Geheimcode benutzt, ja. Das ist gleich mal im Karton, Junge. Ja, in dem Projekt wird ausschließlich copy-pasted. Das ist Wahnsinn. Naja. Wegen mir macht dein Stiefel, wenn du halt so gewinnen willst, ist auch okay. Wegen Klopf, Alter. Jetzt mal ganz ernsthaft, wann bist du denn auf die Idee gekommen, Alter? So gute Ideen. So. Gut, sei es drum. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bringe jetzt eben zum LU meine den Ballenstack und dann ja. Komme ich eben zu dir am Hof und hol die Walze ab. Genau. Da hat man ja auch was ausgemacht. Irgendwas mit 80.000 oder so, glaube ich, ne? Hm. Wenn ich 80.000 hätte, Alter. Hast du nicht? Oh, du armes Würstchen. Das sag ich dir, ey. Ey. Bist der Schweinevermögend. Ja. So, gut. Das passt. Das passt. Wieso leckt das denn so übelst, ey? Bei mir nicht. Muss wohl Karma sein. Hab ich da oben ins LU-Büro, ey. 1000 Soundboards laufen gleichzeitig, ey. Ey, das ist in der Aufnahme fällt das aus, gell? Kannst du deinen Kumpels da oben nochmal sagen? So. Bei mir kam wunderschöne AT-Musik. Ja. Und, rechte Dritter wird auch kommen. Was wird kommen? Ja, dann die Rechte da dran. Oder hast du die? Für die Musik.
Oh, verdammte Scheiße. Das Soundboard fällt aber jetzt aus, ne? Ist da doof. Hallo, jetzt bin ich am Ende vorbeigefahren. So. So eine geile Scheiße, ey. User was moved out of your channel. Hier ist was los, hier ist was los. Ja, jetzt fahren wir hoch zum Bobo und holen mal eben die Walze und dann dichten wir da oben ab. Ich habe übrigens einen neuen Plan. Das Soja und alles werde ich nicht alles auf einmal verkaufen. Ich werde es dann verkaufen, wenn ich eine Spritze brauche oder wenn ich Geld brauche für eine Neuanschaffung oder sowas. Ich werde mein Lager vollknallen, weil es geht langsam aufs Ende zu. Alles. Ich bin mal in ganz kurz 30 Sekunden gemutet, ne? Laber keinen Scheiß, Junge. Warum? Komm, erzähl. Ja, ich will mich eben muten. Ich will ja, ich nehme meine Pause in Anspruch. Du willst dich. Und werde das alles im Lager packen. Und dort werde ich es erstmal liegen lassen als ruhende Kapital, als ruhendes Kapital. Und ja, versuche dann alles damit zu machen. Also, damit ich am Ende Geld habe. Bin schon wieder vorbeigefahren, ey. So, wieder da. Nee, machen wir auch so. Machen wir so, ist besser. Was machst du eigentlich gerade? Was ist dein Plan im Moment? Ich hab keinen mehr. Indem du alles nachmachst, hab ich keinen mehr. Ach so. Hä? Klappt der das Ding nicht wieder hoch? Hä? Was hast du denn jetzt? Natürlich jetzt blöd. Na komm, dann nehmen wir die für die Schafe. Da ist rum. Der klappt jetzt wieder hoch. Oder ich bin zu doof, das kann auch sein. Anhänger müssen wir noch rüberfahren schnell. Der Johnny, der hat ein Xenon am Start, Alter. Das ist jenseits von Gut und Böse. Hä? Sie? Ja. Was machst du Schönes? Ich fahr grad zu dir am Hof und hol die Walze ab. Oh, hast du gesagt, ja. Yep. Oh, ist nicht normal. Meint ihr das jetzt ernst?
Och Mann, komm ey! Ey, das gibt's ja nicht. Hast du mal gehört zum Brunftschrei? Ja, bei Santa. Ja. Was war's für ein Tier? Ein Elch. Ja. Ein sehr schlauer Jäger. So, dafür bleibst du stehen. Wow. So. Aber nicht hier rumgaffen, ne? Und vor allen Dingen, lässt du mal meine Bäume in Ruhe, Junge? Was geht mit dir? Ich hab übelst Lecks, Alter. Ohne Scheiß jetzt. Ja. Bin ich gegen die Mauern gefahren, ja? Du wirst verstanden haben. Das ist so ein Herpes, ey. Ja, genau. Ich bin der Mr. Herpes. Darf ich vorstellen? Herpes, mein Name. Mr. Herpes mag es Derpes. So. Ist schon ein bisschen was drin hier, der Onkel Meister. Sieht ganz gut aus. Lol, geilo, Alter. Was? Hast du mal gut gegönnt, Alter. Mit was denn? Den Deutz Fahr Condi Master 8331. Wo denn? Hier bei dir in der Fahrinhalte, Durchfahrsilo. Der Zetterer von Deutz Fahr. Ja, ja. Was? Labert eigentlich. Was? Ist doch so. Hier. Ja, dann soll ich mir der gut gegönnt haben. Ja, finde ich toll, dass du dir das so von Deutz gönnst. Ja, ja, passt halt preis-leistungstechnisch. Ja. Deutz, billig halt. Doch wieder nicht mehr. Na, ja, ich habe keine Lust. Ich hab keine Lust, mich darüber zu unterhalten. Ja, ich merke schon. Weil du hast schon tausendmal in den Pause. So, meine lieben Freunde, aber wir sind fertig. Ich habe anmoderiert, du Pillemann. Ja, so, gut, meine lieben Freunde, wir sind auf jeden Fall. Na, jetzt wollte ich dasselbe sagen wie der. Wir sind durch mit der Folge. Nachmachen. Und ja, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Schaut bei Manus vorbei und ja, bis morgen. Tschüss. Reingehauen, abgegrüßt.